Dies ist eine Belangsendung der FPÖ. Für den Inhalt ist ausschließlich die wahlwerbende Partei verantwortlich. Mein Name ist Magister Erich Korschitz. Ich bin seit 5 Jahren im Judenburger Gemeinderat als zweiter Vizebürgermeister tätig und hoffe, dass wir in der nächsten Zeit, in der nächsten Wahl, endlich einmal diese absolute Mehrheit der SPÖ beseitigen können. Seit ich lebe, ist immer die SPÖ als absolute Mehrheit in Judenburg gewesen. Und das sollte man endlich einmal wegbringen, weil ich meine, dass das demokratiefeindlich ist. Wenn mehr Demokratie in der Gemeinde herrscht, können auch kleinere Parteien ihre Anliegen durchbringen und nicht nur die allerherrschende SPÖ. Wir als FPÖ haben in diesen 5 Jahren, glaube ich, eine sehr gute Oppositionsarbeit geleistet. Erreichen konnte man aufgrund der absoluten Mehrheit sehr wenig. Sämtliche unserer Dringlichkeitsanträge wurden abgesetzt bzw. an irgendeinen Ausschuss verwiesen, in dem man dann verschwunden ist. Bis auf einen. Und zwar ging es da um das Staatsschulgeld in Höhe von 100 Euro, das gedacht war für Erstklässler, um Erstanschaffungen für die erste Klasse, Schulbücher etc. zu kaufen. Dieser Antrag wurde dann im Schulausschuss genehmigt, allerdings wurde er von 100 auf 50 Euro heruntergestrichen. Wesentliche Geschichte für uns war, dass wir den Waldverkauf verhindern konnten. Für diesen Waldverkauf war nämlich eine Zweidrittelmehrheit notwendig und diese konnten wir erreichen in der Zusammenarbeit mit den Kommunisten und mit den Grünen. ÖVP und SPÖ haben für den Waldverkauf gestimmt. Eine weitere wesentliche Geschichte war, dass ich in den Verkehrsschaus als Obmann tätig war und unter meiner Leitung konnten wesentliche Verbesserungen in Judenburg erreicht werden. Wir haben die Herrengasse zur Einbahnstraße gemacht, den Bus in die Burggasse verlegt und 2 Ampeln, die sehr teuer geworden, also deren Ersatz sehr teuer gewesen wäre, durch 2 Kreisverkehre ersetzt, und zwar am Hauptplatz und in der Gegend von Grünhübel. Ich habe vor, die Gemeinde insgesamt schlanker zu machen und den Sparstift anzusetzen, wo immer es geht. Ich möchte gerne das Defizit beseitigen. Es gibt so viele Ausschüsse in Judenburg, 17 Ausschüsse, brauchen wir alle nicht. Das war genau das, dass die Mandatanzahl der SPÖ mit Ausschüssen gedeckt ist. Es ist daher wichtig, dass diese Mehrheit wegkommt und wir unsere eigenen Ideen durchsetzen können. Ein besonderes Anliegen ist erst bei der letzten Gemeinderatssitzung aufgetreten. Dieses Problem hatte ich allerdings schon vor 5 Jahren erkannt. Und es geht hier um die Judenburger Siedlungs- und Immobilien, GmbH und Co. KG. Diese Gesellschaft verwaltet 516 Wohnungen in der Judenburger Gemeinde und ist derzeit nicht mehr in der Lage, die Kredite zu bedienen. Und nicht in der Lage, die zu sanierenden Wohnungen wieder herzurichten. Auf der anderen Seite wurde in Judenburg schon 2011 an eine Firma Fürst einen Auftrag gegeben, einen Masterplan für Judenburg zu erstellen, der in Kostenhöhe von 300.000 Euro geendet hat. In diesem Masterplan ist bereits ein Businessplan für die Juse enthalten, der aber nie eingehalten wurde. Des Weiteren gibt es dann das Thema Judenburg West. Dieses Thema wäre gedacht gewesen, in Judenburg West eine Einkaufsstadt mit Kino, mit Wohnungen, mit Einkaufsmarkt, Apotheke etc. zu errichten, wurde ebenfalls abgesetzt, Kostenpunkt mindestens 100.000 Euro.
Das letzte, jetzt, was jetzt gekommen ist, war ein Leitbild für Jodelburg. Kosten 60.000 Euro, von dem verspreche ich mir jedoch einiges. Dabei wurde wenige Tage später wurde beschlossen, eine Studie für gesunde Stadt Judenburg ebenfalls zu projektieren. Das letzte, was wir dann noch erleben durften, war der sogenannte Kümmerer, der in der Zwischenzeit als Innenstadtkoordinator eingesetzt wurde. Der sollte es erreichen, die Innenstadt Judenburg wieder zu beleben. Insgesamt wurde für dieses Projekt 250.000 Euro projektiert. Wenn man das zusammenzählt, ergibt das 700.000 Euro. Hätte man dieses Geld sinnvoll in die Sanierung von Wohnungen investiert, dann hätten wir heute kein Problem. Unsere Ziele decken sich im Großteil mit den erfahrenen ersten Ergebnissen des Leitbildes. Und diese sind vor allem, unser erstes Ziel ist noch immer die absolute Mehrheit zu brechen und zu beenden. Aber auf der anderen Seite Innenstadtbelebung und zwar durch Mietzuschüsse für Mieter, aber auch für Vermieter, um diese Geschäftslokale vielleicht zu sanieren. Leistbares Wohnen, besonders für Jungfamilien, ist unser Anliegen, um in der Folge Abwanderung zu verhindern und Judenburg sollte zur Wohlfühlstadt werden. Und deshalb sollten Sie am 22.03. die FPÖ wählen, weil mein Anschlag zählt.